Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Celia 2. Im letzten Part haben wir Rowan Oratia gesehen. Und ja, wir sollen jetzt hier, nicht hier, sondern, war das jetzt, na, das war der richtige Knopf. In der Spirus AG uns melden, Chefetage, glaube ich war das. Und sollen, ja, irgendeine Sidequest erledigen. Dann wollen wir das doch auch mal glatt tun. Und wenn wir es erledigt haben, war doch hier, oder? Ja. Ja, definitiv. Dann haben wir noch ein paar Kill-Sidequests und ja. Hallo. Ihr seid also gekommen, Luger. Ich komme gleich zum Punkt. Sehen wir uns den Inhalt dieses Datenträgers an, in Ordnung? Das ist das erste Mal, dass ich ein Viertel der Chromatus-Kraft aktiviere. Eine Splitterwelt wurde erfolgreich zerstört. Was ist die Aufgabe, die allein zufällt? Die allen zufällt, die mit der Kraft geboren werden. Ich muss dem Leid des Clans ein Ende setzen. Julius Krasnick. Ende der Übertragung. Achso, Julius. Aha. Was? Das wurde von Julius aufgenommen? Er hat all seine Taten protokolliert und sie auf Datendisketten gespeichert. Wir wissen nicht warum, aber solche Disketten wurden überall auf der Welt gefunden. Sämtliche Aufzeichnungen dieser Art sind selbstverständlich als streng geheim. Entschuldigung, eingestuft. Wir müssen diese Daten zurückbekommen. Genau aus diesem Grund habe ich euch herbeigerufen. Kann ich mich darauf verlassen, dass ihr euch dieser Sache annehmt? Wenn wir alle Daten zusammen haben, können wir vielleicht Julius wahre Beweggründe rekonstruieren. Ist das nicht Anreiz genug? Ich bin dafür, Luger. Wunderbar. Ab jetzt werden wir die entsprechenden Datendisketten mit Code J bezeichnen. Code J! Warum J? Julius. Okay. Aber okay! Bitte verwende trotzdem die Spirius Auftragsbörse. Um den Papierkram werdet ihr nicht herumkommen. Auch bei geheimen Missionen gilt das Protokoll. Ich habe nun 7 Splitterdimensionen zerstört. Ich konnte außerdem einen Chromatus mit halber Energie aktivieren. Dennoch muss ich wohl zunächst die Kraft des Chromatus steigern, bevor ich weitere Dimensionen in Angriff nehmen kann. Julius nahm dieses Protokoll auf, als er 11 Jahre alt war. Ach du heilige Scheiße, 11? Wie bitte? Soll das heißen, er hatte bereits die Kraft, Welten zu zerstören, als er noch ein Kind war? Was sollte das sonst heißen? Mit 11, hallo? Seine Fähigkeiten sind mehr als außergewöhnlich. Fähigkeiten, in die der Clan große Hoffnung setzte. Es gibt da draußen eine Person, die sich auf mich verlässt. Ich muss ihre Erwartung erfüllen. Nein, ich will ihre Erwartung erfüllen. Ich brauche mehr Kraft. Nur ein bisschen mehr. Er hat sich nie verändert. Er ist der gleiche geblieben, seit er ein kleiner Junge war. Okay. Einsatzbericht. Okay, das heißt, das zählt jetzt auch als Auftragsbörse. Das ist interessant. Mal gucken, ob diese Auftragsbörse gleich irgendwas Neues für uns hat. Ach nö. Schon wieder 2 neue. Kradeklaue und Moralzam. Gelmia Schlucht und Rosalhöhenstraße. Ja gut. So, haben wir was Neues. Viel zu viel. Das Geschenk des Vaters.
Els Rucksack als Belohnung, okay. Kornfelder 10-mal. Wie viel habe ich? Ach, können wir hier nicht schon irgendwas abgeben? Ja, dich da. Fehlen uns aber noch so viele Katzen. Sheridan, da waren wir noch nicht, Spiel. Da waren wir noch nicht. Tut mir leid. Modellwindmühle. Lebensstärke, okay. Geisterstärke, okay. Klingt interessant. Bämia-Schlucht waren wir da schon. It's weird that butterfly monsters are called the same thing as, you know, just normal butterflies. Ach, das kennen wir schon. Wohin sollte ich das nochmal liefern, wenn ich es hätte? Das will ich nämlich gerade mal überprüfen. Bahnhof Duval. Duval, Bahnhof. Dass wir da sofort hin können, das ist ja immer wieder ein Luxus. Wir haben anscheinend keine. Das ist kacke. Konnte mich auch nicht an so ein Item erinnern. Also würde ich einfach mal sagen, welche Gegner müssen wir jetzt kloppen? Falsch. Niakara Geisterfahrt müssen wir kloppen. Okay, keine Ahnung, welche Gegner, aber wir müssen zum Niakara Geisterfahrt. Kann natürlich nicht hier sein, wenn ich erstmal weg. Wieso gibt es Fragen? Was? Kann ich da... Was? Okay. Wir haben hier genug zu tun. Und wir können in unbekannte Gebiete reisen. Seit wann das denn? Okay, hier gibt es einige Sachen zu tun. Aber sowas von einige Sachen zu tun. Alles klar. Our supply of recovery items has dwindled quite precipitously. Wer braucht schon Heil-Items? Die finden wir doch sowieso wieder. Ja, kann der Kampf mal beginnen? Danke. I shall defend with my life. Und... Was? Aber das war Elise. Ich dachte nicht gerade. Und denken ist nicht gut. Warte, was? Armer Ritter. Armer Ritter wird gegessen. Da. 50 KP hergestellt. Jo, whatever. Gib Titel. Komm her, Schmetterling. Oh, diese Hitbox ist immer so unglaublich. So. Ach, diese Miller. Level up für Ellie. What? Anyone can post a job request? Why didn't you say anything sooner? Hi. Wie ist das bitte in Hinterhalt? Small Shy. Ohne Scheiß. Spiel. Das Spiel ist manchmal echt komisch. So, was haben wir hier? Galt. Wenig. Jetzt habe ich schon vergessen, wo die Elite-Monster rumhauen. Könnte man nämlich auch mal besiegen. Und zwar nicht ohne Grund besiegen.
Sie geben einen Haufen weiße Geld und sind OP. Noch ein armer Ritter, ja, wenn's sein muss. Wenn's sein muss. Handy Schnauze. If I were to grade that, it was an average performance. Okay. So, Chippy. Chip woanders. Ich glaube, die Chippies haben wir jetzt auch schon. Crossfire, okay. Okay, jetzt haben wir die Chippies. Was muss ich denn noch killen? Schmetterlinge und Trends. Trends! Okay. Natürlich ist da ein Chippy mit bei. Und natürlich ist es nur ein Trend. Tja. Wer hätte es gedacht? Gut. Gut, gut, gut. Katze ist erstmal zurückgekehrt. Das ist sehr schön. Leider. Handy, Schnauze, danke. Das haben wir noch nicht gehabt. Na gut, ist eh nichts, was wir nehmen können. So, den muss ich nicht besiegen. Armer Ritter war das immer noch. Armer Ritter. Geht in die zweite Runde. Mit Nachspeise. Hier gibt es auch nur Chirp. Ich sehe keinen Trend, also... Also weiter. Ihr Kira Geisterfahrt ist nämlich etwas länger. Trend! Und Schmetterlinge, ne? Ich sehe hier weit umher kein Schmetterling. Auf der linken Seite. Natürlich ist das wie immer nur einer. Das gefällt mir auch nicht. Vor das zweite castet, ist das... ist er tot. Ja, erbärmlich. Das Katzenschwert bei Miller sehe ich jetzt erst. Stimmt, das hatte ich ausgerüstet. Katzenschwert. Bitte, was? Wer denkt sich sowas aus? Ah, hier sind genug Schmetterlinge. Handy, komm schon, was los? Crossfire! So, es waren drei Schmetterlinge. Das müsste jetzt auch genug sein. Aufsteigende Symphonie Level 2 Punkt Konvertierung. Ja, also noch Trends. Sehr schöne Sache. Natürlich müssen Chippies mit bei sein und wieder mal nur ein Trend, aber okay. Soll mir recht sein. I figured as much. So. Da hinten sehe ich noch einen Trend. Und noch einen Trend. Ihr müsst alle zu mir. Alles meine Bäume. Aber sowas von. Okay, ich habe es immer noch nicht verstanden, was schnell bewegende Gegner sind oder wie auch immer das genannt wird. Wenn man die mit Chromatus-Anzeige besiegt, gibt's Bonus-Sachen oder ich hab's immer noch gar nicht verstanden. Aber was soll's? Brauchen tue ich's nicht. Noch nicht. Alter, diese OP-Crossfire-Sachen. Das sah lustig aus. Wer kannst du das nochmal? Sag mir, wie lange willst du noch abwehren? Get out of my way already. Okay, immer noch? Immer noch. Wie viele Bäume brauchen wir noch, bitte? Ah, Baum. 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 So. Bitte sag mir, dass du letzter Baum bist. Oder? Baum. Suche dich.
Schon wieder ein armer Ritter. Dich hatte ich auch noch nicht. Und hier ist Mellas Schrein, das ist doof. Dann pfeffern wir uns noch einen armen Ritter rein, weil wir nicht genug davon hatten. Und rennen wieder ins Gebiet davor. Wobei ich dann zum Schrein hätte gehen sollen, damit die Gegner hier schon mal neu gespawnt sind. Wenn sie es nicht schon getan haben. Hallo Baum. Das war knapp. Für einen Hinterhalt, der sowieso nicht von Belang ist. Aber okay. Das hat keine Combo. Schade. So, haben wir jetzt endlich die Quest erledigt. Danke. In Hamil war ein Auftragsdingsbums. Dann ab zum Auftragsdingsbums. Jo, besiegt, besiegt, besiegt und besiegt. Gut, ich würde sagen. Ah, da hinten, okay. Alice-Freunde. Returning to Hamil takes me back to when we first met you, Jude. What happened? It was right here, where we became friends. What was your first friend like, Elle? Was it a boy or a girl? Huh? It was a boy. A boy cat. He looked a little like Rollo. We were always together. It was so much fun. I know what you mean. It's never boring with Teepo around. I'm the best. That's different. Teepo's a toy. I am not a toy. I'm a premium quality plush companion. Oh, yeah. That's just a fancy way of saying toy. I am not a toy. Look at them go. Just brings them closer together. Okay, ich würde aber sagen, im nächsten Part starten wir dann die ganzen Ausrufezeichen, die wir hier gesehen haben, bevor wir irgendetwas weitermachen. Ne, das ist ein Muss für mich. Denn mich interessiert jede Side-Story, die es hier gibt. Dann fangen wir im nächsten Part mit welcher Side-Story an? Mit Jude! Oh, nicht anfangen, weitermachen, okay. Dann geht's weiter mit Judes Side Story. Dann haben wir noch zwei andere. Obwohl, die hier werde ich nicht machen, weil ich nämlich zuerst hier hingehen will und mich dann fort erkunden will. Aber okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.